Mein Name ist Maxi, ich tanze bei den Disco-Dancern und unterrichte mit Wiebke zusammen die Juniorenformation. Und Fair Play war bei uns schon immer gesetzt. Ich bin Alex Hinrich. Und ich bin Vitalia Fischenka und wir trainieren Turniertanzpaare alle Altersstufen. Fair Play findet bei uns nicht nur im Training zwischen Trainern und Tanzpartnern, sondern auch auf dem Turnier und zwischen Konkurrenten statt. Ich bin Julia und tanze bei Unikat. Im Teamsport sind bei uns Zusammenhalt, Gemeinschaft und ein fairer Umgang miteinander essentiell. Hey, ich bin Sandro und wir pflegen Fairplay nicht nur in unseren eigenen Reihen, sondern auch über die Grenzen hinaus zusammen mit unserem polnischen Partnerverein aus Nowogrod. Kinder und Jugendlichen, zur Hälfte jeweils aus Polen und Deutschland stammend, kommen dabei in unmittelbarer Nähe im Schullandheim unter. Mikolaj Kubiak hat 3 polnische Trainer mitgebracht, die die Kinder und Jugendlichen im Standard- und Lateintraining unterrichten. Einmal über den Tellerrand schauen. Der Ostseetanz Greifswald e.V. wollte das Training in anderen Ländern kennenlernen und stieß dabei auf ein Sommercamp von Mikolaj Kubiak in Polen. Vom Konzept überzeugt wurde nun das Camp in Deutschland realisiert. Hier geht es nicht nur darum, sich stetig zu verbessern und sein Talent zu fördern. Neben dem Spaß am Tanzen ist gerade das enge Zusammenspiel zweier Nationen der Punkt, der das Tanzcamp so beliebt bei den Teilnehmern macht. Hallo, ich bin Lena und ich tanze schon seit vielen Jahren. Man kann von allen Menschen sehr viel lernen und deswegen sollte man jeden gleichermaßen schätzen und friedlich miteinander umgehen. Hallo, ich bin Leni und tanze beim Cheerleading. Und ich bin Chiara. Bei unserem Sport muss sich jeder auf den anderen verlassen können. Ohne Fairplay geht gar nichts. Ich bin Fina, ich tanze bei den Gelex Steps. Bei uns ist jeder willkommen, denn uns verbindet der Spaß am Tanzen. Hallo, ich bin Franziska Wiesner, ich tanze seit ungefähr 4 Jahren für den Ostseetanz Greifswald und mir ist es nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext besonders wichtig, dass wir wertfrei miteinander umgehen. Und ich bin davon überzeugt, dass Tanzen und Musik Menschen verbindet, ganz egal welcher Herkunft. Ich bin Astrid Rose, Vorsitzende im Ostseetanz Greifswald. Fair Play im Verein heißt für mich, jede Tanzsparte, Tanzgruppe ist für mich gleich wichtig, interessant und sehenswert.